Ein wunderschön. Herzlich willkommen wieder in meiner Werkstatt auf meinem Kanal. Heute auf Wunsch Alufelgenwuchten mit dem Hoffmann Geodyna 30.2. Altes Gerät, funktioniert meist trotzdem immer so, wie es soll. Wir nehmen heute mal eine große Felge oder eine größere Felge, sagen wir es so. Was anderes habe ich jetzt nicht rumzuliegen. Und bevor wir jetzt hier lange politische Reden schwingen, wir sollten loslegen. Als allererstes zur Vorbereitung, Reifen sollte sauber sein, also hier bitte keine 5 Kilo Dreck, hier ein Nagel und hier noch 20 Steine hinten dran, relativ sauber, relativ ordentlich. Luftdruck korrekt einstellen und zwar bevor wir wuchten, nicht erst wuchten und dann den Luftdruck einstellen. Ich weiß, Luft ist nicht so schwer, aber wir machen es ja halbwegs vernünftig. Bevor wir jetzt die Felge draufbauen, nehmen wir uns die Maße ab. Die stehen meist in der Felge. Hier ist es eine 19 Zoll Audi-Felge. Ich versuche das mal zu drehen, das gute Stück. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht so sehen. Hier drinnen stehen die Maße. Felgenbreite ist hier zum Beispiel, wenn ich es denn irgendwann mal erkenne. Das war bei der Felge so dolle überlackiert hier. Das ist das fünfte Rad am Wagen gewesen. Das ist die Ersatzfelge für mein Audi gewesen. War so überlackiert noch als neues. 8,5 J mal 19 Zoll. Wenn wir diese Maße haben, können wir sie jetzt draufbauen. So, draufgebaut ist. Schön festziehen, immer aufpassen, dass wir mit diesen Kegeln nicht die Felge kaputt machen oder zerkratzen. Und dann sind wir schon so weit, dass wir jetzt zu den Einstellungen kommen. Das heißt, Gerät an. Hier gibt es die Einstellung, sieht man jetzt eigentlich ganz gut. Alu 1, Alu 2, Alu 3. Jetzt müssen wir uns jedes Mal angucken, wie ist die Felge aufgebaut. Habe ich hier zum Beispiel so wie hier so eine Kante, wo ich es reinkleben kann oder ist hier glatt? Auf der Seite bei mir ist glatt, also kommen dann nur Alu 2, Alu 1, Alu 2 und Alu 4 in Frage. Jetzt gucken wir uns die nächste Kante an. Die Felge an sich ist nahezu glatt. Das heißt, wir kleben hier rein. Also wäre für uns dann interessant nicht Alu 1, sondern Alu 2. Und das stellen wir jetzt auch ein. Dazu nehmen wir das Rädchen. Hier steht Alu. Das heißt, wir müssen 1 Stück zurück, 2. Und dann sind wir schon auf Alu 2. Das war schon die Einstellung für die Art. Wir wissen jetzt 8,5 J. Ist die Breite, auf der Seite stellen wir nämlich die Breite ein. Und wir wissen, die Felge ist 19 Zoll groß, das stellen wir hier ein. Und der letzte Regler ist der zum Abstand messen, und zwar die äußerste Kante von der Felge. Die ist bei mir hier ziemlich dicht dran, kein wirklichen Wert, also sind wir hier bei 0. Ich kontrolliere das nochmal. Nein, die Skala zeigt hier nichts an, die Skala zeigt nämlich exakt 0 an. Und damit haben wir die Einstellung abgegessen. Felge ist fest und wir lassen einmal drehen. Gramm. Schön ist auch, wenn man hier vorsteht, sieht man immer, je größer die Decken werden oder je größer die Felgen werden, desto mehr kriegen die hier das Geier, weil es ist halt alles nicht mehr dann so fluchtig, wie immer man das nennen möchte. So, heißt jetzt 10 Gramm auf der einen Seite. Ihr seht die Skala hier. Wir drehen uns das ein bisschen hin, bis er hier bei 10 Gramm liegt. Einen kleinen Tipp von mir. Ich habe vom Bauen von meinem Haus noch einen Laser rumstehen. Und weil ich immer mit meinen Schielaugen immer nicht genau treffe, wo ich das Ding hinkleben soll, stelle ich mir einfach den Laser hier mit hin und der zeigt mir dann exakt die genaue Stelle an. Das reicht sogar bis hinten rein, wenn man den ein bisschen tiefer stellt, sonst stand er mein Tisch. Kann man das wirklich schön mit dem Laser machen. Neue Geräte haben das auch. Ich habe das Zeug da rumstehen, also nehme es so. Gut, jetzt zu den Klebegewichten. Gibt es 5000 verschiedene Hersteller. Ich habe den. Und jetzt hole ich mir noch schnell ein Cuttermesser und schneide mir hier mal 10 Gramm ab. Das Problem ist, wenn die Felgen da ein bisschen unwuchtig sind, dann müsst ihr nachher zum Schluss hier 60 Gramm an einer Stelle. Das kriegen wir aber nicht hin. Das geht manchmal nicht, weil 60 Gramm sind zwar dann hier drauf geklebt, wenn ihr das seht, aber sie verteilen sich ja. Das Gerät zeigt aber an, es möchte 60 Gramm hier haben. So, deshalb mache ich das dann immer, wenn das extrem hohe Werte sind. Ich klebe immer ein bisschen weniger an. Und dann wuchten wir halt nochmal nach. Und dann können wir uns immer Stück für Stück ranpuzzeln. Ist bei der hier nicht der Fall, die ist noch gut. Wir schneiden uns die 10 Gramm ab, ohne uns am besten alle Finger dabei abzuschneiden. Habt ihr gesehen, fachmännisch immer zum Körper hin. Nein, nicht zum Körper hin, immer weg. Am besten eine Schere. So, und dadurch, dass ich hier einen Strich habe, kann ich hier jetzt wunderschön, hier ist bei der Felge, das kann man jetzt so nicht erkennen, ist hier wie so eine Mini-Kante. Die seht ihr und fühlt ihr. Dahinter müsst ihr das Gewicht kleben. Heißt, an meiner Stelle hier, jetzt muss man kurz meinen Kopf da reinhängen, und angeklebt an der Stelle, wo es hin soll. Jetzt nehmen wir die rechte Seite, also rechte Seite für die Felge, und drehen uns das Ding auch mal dahin. Und da sollen 20 Gramm hin. So, jetzt komme ich als altes Mathe-Genie. Ich habe hier die großen Stege sind bei mir. Ich kann es einmal zeigen, so.
Hier sind 10 Gramm, das sind 5 Gramm, hätten wir hier 15. Den kann ich nicht gebrauchen, brauchen wir 20. Nehmen wir uns 9, dann sind wir nämlich hier, die fangen dann nämlich ein bisschen anders an, 15. Und noch 5 dazu sind 20, wenn ich richtig gerechnet habe. Schneiden uns das wieder ab und nehmen jetzt, weil ich den Laser hier habe, logischerweise kleben wir das genau auf die Mitte. Und wenn wir viel Glück haben, funktioniert das auch. So, angebackt ist und wir lassen nochmal wuchten. So, jetzt seht ihr, sind wir bei 5 und 15. Warum geht das nicht gleich weg? Weil ich zu faul war, die alten Gewichte rauszunehmen. Sollte man machen, macht alle Gewichte ab und klebt neue rein. Aber wir sind ja hier ein bisschen beim Rumspielen und kleben halt noch einen 5er und dann gucken wir mal, wo die 15 auch noch hin sollen. Und nochmal. So, jetzt sind wir bei 0 und 5 und naja, viel kleinlicher wollen wir auch nicht sein. Jetzt sage ich auch, warum das gerade gekommen ist. Das ist nur einmal die Präsentation, wie man es genau macht. Jetzt habe ich natürlich die Gewichte dran geklebt und habe einfach nochmal 20 Gramm daneben geklebt. Ne? Macht man nicht, sondern alle Gewichte ab und ordentlich sauber kleben. Deshalb kommen wir dann halt auf so einen komischen Wert. Es ist wirklich so, je öfter ihr klebt, klebt die richtigen Stellen. Bei Audi ist das schön. Wir haben hier wirklich Kanten drin, wird bei anderen Herstellern auch so sein. Damit wissen wir genau, wo wir hinkleben sollen. Ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Ich versuche sonst immer 0,0, aber 0,0 kann auch sein, dass du dann überall ganz viele kleine Gewichte zu kleben hast. Wer das noch ganz toll und schöner möchte, kann sich die Decke auch noch auf der Felge drehen. Man kann das in eine 5-Wochen-Aufgabe verwandeln, um das richtig schön zu machen, oder wir wuchten es einfach relativ normal. Das war's zu den großartigen Einstellungen. Das war es auch zum Wuchten an sich. Den Fehler habt ihr gesehen, den ich gemacht habe. Macht ihn nicht, macht's ordentlich. Die Decke muss ja auch nirgendwo laufen, obwohl sie mit 0 und 5 jetzt auch drauf könnte. Sieht halt nur optisch nicht aus. Wenn ihr weitere Fragen habt, irgendwelche Anregungen, was wir noch machen sollen. Ich habe auch noch zur Not, Moment, 22 Zoll Felgen vom Q7. Das könnten wir auch noch mal machen, ist aber nicht anders. Es ist immer das gleiche Prinzip. Der einzige Tipp, den ich euch noch geben würde, es sind ältere Geräte. Ich kalibriere sie öfter, dafür gibt es auch ein Video. Ich versuche mal irgendwo den Link hier reinzuklicken dazu. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob das mit dem Wert nicht hinhaut, dann lasse ich halt nicht einmal drehen, sondern lasse das Gerät 2-3 Mal drehen, um zu gucken, ob das dann nachher der exakte Wert ist und immer wieder der gleiche. Was ihr auch nicht machen dürft, ist hier die Felge lose und nochmal ein Stück verdrehen und wieder ran, dann kriegt ihr definitiv andere Werte. Also einmal festmachen, wuchten, kleben, wuchten, abfahren. Das war's damit. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.